Was ist das für ein Deck? Start run with no face cards in your deck. Das ist es doch. Warum kriege ich denn keine Joker? Das war bei den anderen Decks nicht so. Habe ich vielleicht Meta-Progression gemacht, dass auf einmal andere Karten als Joker auch da im Shop vorkommen? Ist das eine Meta-Progression oder ist das jetzt einfach Bad Luck? Hey, Digga, ich bin dritte Ante ohne Joker. Shop has rare Joker, kann ich mir nicht leisten. Geil. So, Farbe, Herz. Let's go. Reicht nicht. Machen wir easy. Bitte. Jawohl. Abfahrt. So, neue Wette, Leute. Aber jetzt schaffe ich es, ich schwör's euch. Ich schwör's euch in die Hand. Ass oder Straße, kriege ich eine Tarotkarte, ist scheiße. 2 Dollar pro Discard, wenn ich kein Discard genutzt habe. Das heißt immer spielen, spielen, spielen. Geht nur, wenn ich krasse Joker habe. Das ist ein scheiß Joker für den Start. Aber ich würde 6 Dollar bekommen, wenn ich jetzt schaffe. Oh, ich probiere es mal. Ass, ein paar. Doppelpaar. Aber ich glaube, ich spiele jetzt einfach nur Scheiße. Ich will jetzt Discards haben. Ey, sorry, aber... kann ich nicht machen. Jetzt muss ich Doppelpaar gehen. Nee, ist komplett Curse. Digga, warum kriege ich denn bitte... Ja, oder ich mache Notfall... Okay, dann mache ich notfalls Discard. Ich hätte jetzt Discard machen sollen, das war ein Fehler, weil jetzt habe ich letzte Hand und es wird nicht reichen von Punkten. Ja, war komplett scheiße. Okay, das machen wir nochmal neu. Geht der Alert nicht? Also Leon, danke für die 5 Gifted-Subs. Oh, der Alert geht gar nicht. Oder? Kam der Alert? Ich hab geschworen, aber jetzt schwör ich. Okay, ich nehme mal die Szene. Ich nehme die Szene. Rein. Da gehen wir jetzt wieder schön auf Flush, Alter. Oder ein Straight Flush. Geht gut los. Kriegen Maximum an Kohle. 6. Geil, sind wir 10. Oh! Ja, aber ich krieg halt Geld, wenn Facecarded, wenn Facecards discarded werden. Da, also es bringt mir ich kann nicht mehr reden. Literally gar nichts. Narda, null. Zero. Aber das ist gut. Aber das hebe ich mir auf. Das ist mit der geilste Voucher zum Start. Aber plus 50 Chips, ja, aber kostet 6, also... Ich spare lieber, hol mir den Voucher und hoffe auf bessere Joker. Das ist gut. Das ist geil. Und Abfahrt. Nice. Oh, wir machen Doppelpaar. Oder?
Nee, wir versuchen schön zu discarden auf zweites Flush. Aber es ist ein bisschen risky. Wobei ich. Ja. Okay, sollte passen. Ja, geil. Sogar mit ordentlich Punkten, nice. Oh, reicht das? Nein, es reicht gar nicht. Doch, klar. Ne, das Ding ist, ich greede manchmal auf extra. Also zum Beispiel, ich hätte gerade Doppelpaar machen können oder auf Full House gehen können, bringt aber beides nicht so viel wie ein Flush. Das heißt, ich opfer lieber noch meine Discards, um Flush zu bekommen, um möglichst viele Hände zu behalten, weil für jede remaining Hand kriege ich $1. Deshalb greede ich. Versteht ihr es? So, wir duplizieren Max Gold. Ultra gut. Sauguter Start, sind auf 30. Tarot Card, wenn Blind ausgewählt ist. Voucher hätte ich vorher kaufen sollen. Wobei der nur Packs bringt, right? Bei Packs, Packs sind günstiger, oder? Nee, Joker auch. Okay. Okay, next round, right? Ja, easy. Ich hätte nur andersrum kaufen sollen. Aber alles richtig. So, was habe ich hier bekommen? Okay. Dann gehe ich auf Peak. Gehe weiter auf Peak. Machen wir hier eine Stahlkarte. Und spiel Flush. Abfahrt. Und wird multipliziert mal 1,5. Weil ich die in der Hand habe. So, jetzt gehe ich auf Straße. Wahrscheinlich. Wie viele Sechsen haben wir drin? 3 Sechsen. Ja, dann gehen wir auf Straße. Geil. Oh, sogar eine 10 noch gezogen. Nice. Okay, geil. Easy. Weil wir wollen möglichst viele Hände behalten, um möglichst viel Gold zu können. Wir müssen richtig auf Gold greeden, um gute Eco zu haben. Weil umso mehr Gold wir haben, umso mehr Zinsen kriegen wir. Das ist wie bei TFT. Okay. Zwei Karten zerstören. Nee. Four of a kind. Nee. Ja, dann würde ich jetzt... Genau, würde ich jetzt Planet Cards gehen. Ah, da hatten wir einen Raid? Ich bin ja übel dumm. Yo, Noway hat geradet. Grüße gehen raus. Wir zocken gerade Balatro. Balatro ist ein Spiel, wo wir pokern, aber es ist ein Roguelike. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Und wir haben ein bisschen, bisschen Musik. So, ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Pack gekauft im Shop, wo ich meine Pokerhände, die man spielen kann, die es beim Pokern gibt, zum Beispiel Full House oder ein Flush, kann ich leveln und dann bringen sie mir mehr Punkte, weil die Base Chips, die ein solches Blatt bringt, und der Multiplikator erhöht werden. Seht ihr da? Das heißt, wir verbessern jetzt unser Flush. Darauf gehe ich gerade in diesem Run. Und weil wir es noch können, 2-Pair. So. Und jetzt... gehen wir in die nächste Runde. Das war der Shop. Und das sind jetzt unsere 3 Level, die wir schaffen müssen, bis wir in die nächste Stage kommen. Und nach jedem Level, was wir schaffen, kommen wir wieder in den Shop und können unser Deck verbessern. Check. Da gehen wir mal rein, würde ich sagen. So, wir gehen auf Flush. Das heißt, wir wollen 5 Herzen haben zum Beispiel. Geil, haben wir. Wir können eine limitierte Anzahl discarden. Und wir haben nur eine limitierte Anzahl an Händen, die wir ausspielen können. Zum Beispiel, wenn ich die jetzt ausspiele, gilt das als eine Hand. Das heißt, hier geht einmal runter. Boom. Jetzt kriege ich Punkte. Und wenn ich 800 erreicht habe, habe ich das Level geschafft. Danke, Furkun, für die Gifted Subs. Vielen Dank. Und, that's it. Und umso mehr Hände man noch hat, umso mehr Zinsen kriegt man. Und dadurch Geld... Es ist ein bisschen wie bei TFT. Umso mehr man auf dem Konto hat, umso mehr Zinsen kriegt man nach jeder Runde. Und dann können wir im Shop wieder gut unser Deck verbessern. Das heißt, wir brauchen jetzt noch 98 Punkte.
Ich würde mal das hier anwenden, dann haben wir Flash. Haben wir nicht. Alter, Tom Hawks, Digga! 50 Gifted Subs! Jetzt mache ich mir ein Bier auf. Du willst mir sagen, dass du so laut bist bei dem Game? Was los? Willst du mir sagen, dass du so laut bist bei dem Game? Ja, der hat gerade 50 Gifted Subs reingedonnert. Ja, okay, das ist was anderes. So, Grüße. No way hat reingeradet, Alter. Ja, ja. Auch Grüße. Ist er noch hier? Ja. Hör mal. Der sitzt da noch. Kann man eigentlich zurückraden. So, Prost. Warum haut ihr jetzt kein Prost in den Chat, Leute? Ihr müsst mitmachen. Das ist hier miteinander. So wie ich jetzt hier auch die Kreuze miteinander ausspielen werde. So, wir discarden. Wir wollen 5 Kreuze. Boom. Und rein in den Holger. Cash out. Nein, wir gehen auf Flash. Da ist der Joker scheiße. Wir haben Joker-Plätze, die können wir belegen. Die bringen uns unterschiedlichste Dinge. Straight Flash verbessern? Nein. Oh Mann, wir brauchen Joker! Joker, bitte! Beten? Jupiter? Saturn? Nee, Jupiter war richtig geil. Wichtig. Tarotkarte. Ja, nochmal Flash. Nochmal Flash verbessern. Okay, Flash ist jetzt auf Stufe 4. Das heißt, es bringt uns 80 mal 10 Punkte. Was haben wir bekommen? Karten löschen. Wir können versuchen, eine Farbe rauszulöschen. Zum Beispiel Herz. Komm, wir löschen Herz raus. So, Flash 1. Sollte reichen, oder? Nee, nicht ganz. Ich habe nur ein Discard. Level 2, immerhin. Reicht das? Wichtig. All flushes and straights can be made with 4 cards. Nice. Wir brauchen eine Karte weniger, um Flush zu erreichen. Retrigger all played cards in final hand. Ja gut, wir haben noch keine krassen Karten. Aber es kann sich ändern. Wollen wir hier reingehen? Tarotkarten. Mann, ich brauch Joker. Versteht ihr das? Ich muss jetzt mal investieren. Geil. Eine 2 mit 50 Chips. Das ist krass. Aber wir kriegen ja Tarotkarten oder Gold. Wir müssen die 8 nehmen. Und ich will ja auch... Komm, ich gehe auf Peak und will Herz raus haben. Komm, dann nehmen wir die. Ach so. Er hat drauf geschissen. Okay, let's go. Ich bin mies besoffen, Max. Hilf mir. Was kann ich für dich tun, Schmologie? Okay. All Club Cards are debuffed. Nice, auf die gehen wir. Aber ist noch nicht so. Die bringt uns gar nichts. Können wir verkaufen. Das wäre ein Free Flush. Einfach so, würde ich machen. Für die Base Points. Ist zwar debuffed, aber egal. 800 Punkte. So, und jetzt gehen wir auf Herz tatsächlich. Kannst du mir bitte den Magen auspumpen? Ja, Mann, Alter, alles gut bei dir? Ach ja, ist der Wochenende. Ihr alten Feiernattern, wirklich. So, Herzflash. Das sollte es gewesen sein.
Nice. What the fuck ist für ein Fiebertraum hier? Ey, Affenjunge93, nice first time message. Willkommen bei den komplett psychopierten Affen züchten. Wir werden jede Nacht gehäutet. Hier auf Handy, auf die Blatt. So, Glascard, kann man eigentlich mitnehmen. Oh, ich habe ihn verpasst, aber ich wollte ja auch nicht. So, wir sind wieder bei 27. Ab 25 ist maximale Rendite erreicht. Komm, wir machen für 2 Justice, verkaufen Strength. Ist ganz geil. Ist ganz geil. Wir gehen eigentlich auf Flush, aber wenn da ein Ass dabei ist, ist geil. Komm, wir müssen ein bisschen was tun jetzt. Let's go. Oh, ist das Müll. Okay, Glaskarte. Peak. 2 random Tarotkarten. Herz wird rausgelöscht. Wir kriegen das Gold von dem summierten Verkaufswert unserer Joker. Also 2, 1, 2, 5. So, die werfen wir ab. Kriegen wir eine Tarotkarte. Oh, sehr gut. Die werden jetzt zu Bonuskarten. Das heißt, sie geben 30 extra Chips, wenn ich sie ausspiele. Oh, wir gehen einmal auf Herz. Oh, ist das eklig. Ich habe nur noch 3 Herzkarten im Deck. Kann ich nicht machen. Ist ein Bait. Ist ein Bait. Kann ich nicht machen. Für jedes Ass, was ich ausspiele, kriege ich 20 Chips und 4 Multiplier. Abfahrt. Das sollte es gewesen sein. Boom, die Hütte brennt. Das war ein Flush? Nee, war's nicht. Doch, war's! Weil ich ja nur noch 4 brauche. Jupiter? Nehme ich. Played Face Cards? Okay, at this point höre ich auf zu lesen. Joker Pack? Nehmen wir. Ein Free Reroll pro Shop. Adds the sale value of all owned Joker left of this card to multiplayer. Ein Free Reroll. Den mache ich jetzt. Der ist ja krank! Okay, ich muss euch was erklären. Ihr hört jetzt bitte einmal gut zu und schreibt euch das auf. Hier oben die Joker, die geben uns ja Multiplier manchmal. Zum Beispiel der hier. Der macht hier, wenn ich ein Ass ausspiele, plus 4 Multiplier. Generell will man eigentlich viele Joker haben, die einem plus Multiplier geben. Plus. Plus. Nicht mal, nicht Komma, geteilt, minus, plus. Plus Multiplier. Ich habe dafür richtig beschissene Joker. Einer macht plus immerhin. Es gibt zum Beispiel so Joker, ey, wenn du Flush spielst, kriegst du plus 12 Multiplier. Das knallt halt richtig. So, jetzt ist es so, bei Balatro, die Joker werden von links nach rechts getriggert, in den meisten aller Fälle. Das heißt, es werden erst alle Plus-Multiplikatoren hinzuaddiert und dann will man als letztes einen Mal-Multiplier-Joker auslösen lassen. Stellt euch vor, ich spiele eine Hand aus, Flush, was bringt mir das? 95 mal 12, so, da kommt dann hier plus 4 drauf, weil ein Ass dabei ist, sind es 95 plus 16. Dann habe ich nochmal einen, der mir irgendwie 12 Multiplier macht, bin ich bei 95 plus 28. Und dann kommt ein Joker, der irgendwie so mal 2 macht. Dann sind es auf einmal 95 mal 56. Mathe, Mann, das ist insane. So, und der hier startet bei mal 1 Multiplier, also macht genau gar nichts. Aber für jede Playing Card, die wir unserem Deck hinzufügen, kriegt der. Also steigt der Wert um 0,25. Playing Cards sind legit einfach Karten, die man spielt. Also, wisst ihr, wenn hier so ein Standard-Pack ist, fügt deinem Deck eine Karte hinzu, zählt das. So, habt ihr mitgeschrieben? Gut, ist klausurrelevant. Wir machen weiter.
doppelt unser Money. Gehen wir auf Herz? Nee. Ist ein Bait. Ciao. Flush. Let's go. Discard. Kriege ich eine Tarotkarte. Zwei Karten löschen. Sparen wir uns für Herz. Flush. Mache ich mit 5, damit eine Karte mehr getriggert wird. Für Punktzahl. Geil. Easy. Easy in Chat, Leute. Ihr müsst mitmachen. Zwei Chips for each remaining card in deck. Zwei Chips vor allem. Plus 100 Chips für straight, okay? Leute, bitte. Holt euch 7TV. Ausrufezeichen 7TV. Holt das euch bitte. Hier müsst ihr mitarbeiten. Das ist miteinander. Hier, das ist ein Standard-Pack. Das heißt, wir achten jetzt auf den Joker. Der macht currently mal 1. Jetzt kaufen wir ein Standard-Pack. Fügen unserem Deck eine Lucky 2 hinzu. Hä? Ich check's nicht. Habe ich geskippt? Ich habe geskippt aus Versehen. Ich habe geskippt. Ja, also ich war nur... Ihr habt aufgepasst, super. So, Joker. Der ist ganz gut. Hallo. So, plus 3 Chips dauerhaft. Gönnt dieser Joker für jede abgeworfene Clubkarte. Wir sind jetzt dritte Ante, der könnte knallen. Wir machen den Reroll-Joker weg, glaube ich. Ah, ich hätte vorher einmal... Nee. Naja, scheiß drauf. So, ich reroll einmal. Okay, ich nutze den, der gibt mir so viel Gold, wie ich Joker habe. Also deren Sellwert, Verkaufswert. So, Glaskarte und zerstören. Oder Goldkarte, Glaskarte und rein. So, Cards played previously are debuffed. Abwerfen. Abwerfen. Und... Ja, komm. Nee, warte, es gibt eine Karo-Karte. Aber ich habe keinen Slot frei. Das heißt, wir machen die erstmal zu einer Lucky-Card. Glaskarte. Digga, ich habe das Booster eben geskippt. Komm, Fokus, bitte. Fokus, entschuldigt. Fokus. Hart, brauche ich gar nicht. Machen wir einmal so. Okay. Hier sind zwei Herzkarten, die werden gelöscht. Höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir früh... Oh, wir gehen auf Kreuz. Höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir früh... Digga, was mache ich hier? Flash bekommen. 1, 2, 3, 4. Multiplier bei Stahlkarte, geil. Und für jede abgeworfene Clubkarte... kriegen wir 3 Chips. Schade, wir gehen jetzt auf Club gerade. Ja gut, hilft nichts. Das ist klapp. Also Kreuz ist klapp. So, Abfahrt. Das ist ein geiler Track. Mal ein bisschen Kevin Hardcore Chat bitte für mich gerade. Würde mir was bedeuten. Kevin Hardcore 2 geht natürlich auch. Den kenne ich noch nicht. Einfach einen Joker-Slot mehr. What? Pack, Freunde. Pack. Pack, schnell. Oder holy. Geil. Ultra gut. Einfach so viel Value. So, jetzt Playing Card hinzufügen. Das heißt, der hier geht hoch. Das ist Peak, wollen wir. Stahlkarte auch noch. Das heißt, wenn wir sie auf der Hand behalten, macht es mal 1,5 Multiplayer auf die ausgespielte Hand. Und wenn wir sie ausspielen würden, gibt die uns, weil die ein Gold-Seal hat, $3. Select. Boom.
Mal 1,25 Multiplier. Machen wir noch Tarot Pack. Rechte Karte wird zur linken. Machen wir. Machen wir. Um eine Goldkarte rauszufischen. Zack. Die können wir legit verkaufen. Reroll. 10er Multiplier. I mean, it's something. Nehmen wir mit. Einfach weil die Foil, holographic ist. Der Buff bringt uns gar nichts, weil wir haben keine Face-Karten im Deck. So, das ist jetzt Kevin Hardcore, Leute. So, was sollen wir abwerfen? Spade. Okay. Aber Spade wollen wir ausspielen. Scheiße, Mann. Den wollen wir abwerfen. So. Geil. Und jetzt kriegen wir 3 Gold. Boom. Boom. Geil. Break 2 glass cards in a single hand. Habe ich gerade Achievement bekommen. Geil. Earn $8 if played hand triggers the boss blind ability. 1 in 2 chance to create a tarot card when any booster pack is opened. Nee. Okay. Tarotkarte. Increase Rank brauchen wir gar nicht. Wenn wir auf Flush gehen. Goldkarte. 20 Gold. 20 Dollar. Und wir. Wie viel Club haben wir? Wir haben am meisten Club, actually. Wir gehen gar nicht so sehr auf Peak. Komm, dann machen wir die, weil das eine krasse Karte ist. Jetzt zu Club. Also auf Kreuz. Komm, dann können wir die endlich mal verwenden. Die ist ultra krass. So, dann hoffentlich Flush verbessern. Ah, nix dabei. Schade. Straight Flush immerhin. Ja, dann Straight Flush. Abfahrt. Stufe 2. Straight Flush ist halt bestes Blatt. Paar. Two Paar. Nehmen wir mal ein Paar. Komm. Retter in der Not vielleicht. Okay, einmal rerollen. Ja, komm, einmal. Wir können in Schulden gehen, minus $20. Played card with spade will give 4 multiplier when scored. Ja, wir gehen aber auf Kreuz. Spade is peak. Okay, next round. Initial cards and booster packs in next shops are free. Aber wir wollen eigentlich unseren Joker hier leveln. Also ich will eigentlich Sachen spielen. Und ich will eine Tarotkarte generieren, deswegen gehen wir rein. Zu Diamond. Bringt mir nichts. Wildcard, machen wir. Die beiden mal fahren. So. Für jede discarded Clubkarte. Komm, wir greenen jetzt mal rein. Dann kriegt er für jede discarded Clubkarte 3 Chips. Die. Boom, 18. Okay. Dann gehen wir jetzt einmal auf Peak. Oder auf Kreuz. Ah, der kann Any Suit sein, weil das eine Wildcard ist. True. Ja, dann werfen wir einfach die ab, glaube ich. Na, der ist nice als Multiplayer. Nice. Die abwerfen gibt eine Tarotkarte. Komm, dann spielen wir erstmal so aus. Aber ich habe Schiss, dass wir gewinnen. Das heißt, die wird abgeworfen. Bonuskarten. Nice. Machen plus 30 Chips. 1, 2, 3, 4. Flush. Okay. Nochmal Flush. Straight Flush. Jo, ist aber schlechter, oder? Ist schlechter? Was würde ich dir sagen? Was ist besser? Flush oder Straight Flush? Wahrscheinlich Straight Flush, right? Straight Flush ist besser. Oh mein Gott. Warte mal, der Joker ist ja insane für Straight Flush. Weil du brauchst ja eine Karte weniger. Also du brauchst gar nicht so eine lange Reihe. Check dir, was ich meine. Das habe ich bei dem noch nie bedacht. Oh, jetzt krieg ich halt Celestial Packs, Mann. Wo ich die Karte habe, so eine Scheiße. Naja, Abfahrt. Geil, Jupiter, Flush.
Leute, das war übrigens wieder ein Easy-Moment. Wo seid ihr? Seid ihr noch wach? Ich bin auch noch wach. Bin ja am Arbeiten. Two Pair? Nee, Pair wäre besser gewesen. Plus 40 Chips for each remaining discard. Ja, geh mal rein. Play only one hand. Ja, Flush. Easy. Wildcard, geil. Machen wir wieder auf eine... auf eine Karo-Karte. So, Discard. Discard. Was soll ich discarden? Club, sehr gut. Dann sammelt ihr wieder schön Chips. Und ich kriege eine Tarot-Karte. Hard, brauche ich nicht, sell. 1, 2, 3, 4. Flush, Level 6. Einfach gewonnen, ihr Noobs. Fucking easy. Celestial Packs always contain the planet card of your most played poker hand. Also jedes Mal Flush. Geil. Mit der beste Joker, meiner Meinung nach. So, Tarotkarten erstmal. Wildcard ist geil. Ja, Wildcard, komm, gönn. Für Flush-Player wie mich ist das einfach nur geil. Ist es wild. Celestial Pack. Jupiter. Flush Level 7. Boom. Let's fucking go. Einmal Reroll? Nee. Nächste Runde. Uncommon Joker, pissig. Last Card. Immer noch Club. Changes every round. Das stimmt doch nicht. Okay, ciao an Club. Und ich könnte hier schon... Krass. Stone Card brauche ich nicht. Sell. Also 11k... Wie viel habe ich eben mit einem Flush gemacht? Ich habe jetzt Flush Level 7. Level 7. Ich discarde weiter Klappkarten, um den zu leveln. Ja. Ja. So, jetzt Shepherds. Kevin Hardcore bahnt sich an. Jamon sagt es. Alter, Kevin Hardcore! Kevin ist auch da! Kevin Hardcore 2 gibt's auch jetzt. Ausgeschnitten. Man ruft ihn, man kriegt ihn. Kevin! Ja, aber jetzt geht's. Auch einmal. Hat geklappt mit Stream? Aber jetzt geht's. Okay, nice. Okay, nice. Oh! 5 Gifted Subs! Danke dir! Danke, Ahn. Kam hier gar nicht rein. Crazy. Hey, das kommt jetzt. Das ist uralt. Jetzt wird gepokert, Freunde. Freunde, jetzt wird gepokert. So. Rein in den Holger. Oder? Oh, machen wir nochmal eine Glaskarte für eine glasklare Nummer. Shuto Schotinski, Alter. Grüße gehen raus. Vielen Dank für deinen Gifted Sub. Für deine Gifted Subs. 10 Stück. Kuss. Heute wird ordentlich reingesubbt, Alter. Vielen Dank. Boah, Alter. Alter. 22.000. Das ist ein Run, Leute. Wer hat gewettet, dass ich gewinne? Easy Clap. Wer hat gewettet, dass ich gewinne? Ich verkack's jetzt nicht. Bitte schreibt nicht easy klein. Holt euch 7TV, bitte. Playing Cards, geil. Converts up to 3 selected cards to club cards, ultra gut. Oder Bonuskarten, auch sehr gut. Guck mal, dann machen wir die Glaskarten. Nee, warte mal, wir machen 3. Guck mal, die machen wir alle zu Club. Nee, oh, vor allem Herz. Geil. So, jetzt geht der hier hoch auf 1,5. Wir nehmen natürlich Kreuz 7. Also Club 1,5. Maschallah, jetzt geht's ab. Einmal rerollen. Oh, der ist es.
Der gibt uns einen Multiplayer plus Multiplayer. Ich hab's euch vorhin erklärt. Für jede Tarotkarte, die wir bisher in dem Run eingelöst haben. Der ist sick. Holy. Ja, Mann, Fiesling 87, du sagst es. Dafür hauen wir Skola raus, Digga. Und mit dem ist es halt wieder die geile Kombo, Digga, wirklich. Und wir haben 7 Joker. Der Run. Wir können das nicht verlieren. Wir können das nicht verlieren, wirklich. Was haben wir bekommen? Lucky Card. Sehr geil. Machen wir auf eine 10, die schallert. So, was sollen wir abwerfen? Club. Ah, Club. Na gut. Leveln wir. Oder? Leveln wir? Wir haben ultra viel Club. Komm, Abfahrt. Schön ans Late Game denken. Wenn wir den in der Hand behalten, kriegen wir am Ende eine Planetenkarte, Digga. Komm, machen wir so. Wir gucken erstmal, dass wir ein heftiges Blatt haben und den Rest discarden wir. So, 1, 2, 3, 4. Let's go. Oh! Oh! Easy! Und wir bekommen Mercury. Machen wir. Alle Streamer, alle nach Hause gegangen. Ich sitze allein gerade in dieser Halle. Und schon der jumpt ein bisschen hier gerade links von mir. Gamescom an, Freunde. Eigentlich muss ich in den Bereich da drüben, wo nur alle wach sind. Oh, die Karte knallt. Bonuskarten, geil. Jo, Tom Hawks, Digga. Danke für die 10 Gifted-Subs. Ey, wirklich, du latzt ja so raus. Du latzt ja so raus. Welcher Platz bist du? Ist ja wirklich. Also den Namen lese ich wirklich häufig. So, Jupiter leveln. Henrik, aus der Reihen. Irgendwann, wenn dann vorm Stream, mittags oder so. Diomi 1, danke für die 5 Gifted-Subs. Tarotkarten. Bonuskarten werden angewendet. Zack. Wildcard, Lucky Card, Stone. Ich würde sagen Wildcard für die Herz. Oder Lucky. Nee, Wildcard für die Herz 8. Dann kann ich die für alles verwenden. Breedem, danke für die 5 Gifted Subs. So, der gibt uns mehr Zinsen. Aber ich bin ehrlich, hier rennt es. Wir gehen rein. Decrease Level of Played Poker Hand. Scheiße. Okay, das heißt, wir machen wirklich nur ein richtig saftiges Flush. Sell. Discard, kriegen wir Tarotkarte. Behalten wir. Spade Discard. Das sind die. Okay. Wir wollen heftige heftige Kreuzkarten. Oh, zerstören, sehr gut. ...81 Chips schon. So, das sieht geil aus. Machen wir so, so. Jetzt sind wir safe. Glaube ich. Komm, wollen wir einmal knallen? Wir haben auch hier eine Multiplayer-Karte. Danke, Marc, für die 5 Gifted-Subs. Warum funktioniert... Ach doch, ihr seid da. Geil. Breedem, Shotoshinsky, Diomi, Marc. Jo, danke, Leute. Wu-Tang für die 5 Gifted-Subs. Hä, wo kommt ihr her, Leute? Es ist 0... Es ist 2 Uhr. Ihr wart alle feiern, kommt gerade verstrahlt nach Hause, sieht mich hier halb im Club auf der Gamescom LAN, wie ich Ballatro baller mit meinen frischen Haaren und haut ihr nochmal die Fuffis in den Club, Alter. Okay, ich baller die raus, das scheppert jetzt. Könnte reichen. Warum Paar? Warum war das ein Paar? Tom Hawks, danke für die 10. Atlantag, Digga. Danke für die 5. Ihr schallert hier rein. Warum war das ein Paar? Jetzt kommt's drauf an, Freunde. Wir können hier rausfliegen, wenn wir nicht aufpassen. Also den hau ich auf jeden Fall raus. Den. Und halt 5.
Ich meine, wir haben noch 3 Hände und noch 9 Kreuz im Deck. Dann sollte ich nicht 5 machen. Oh mein Gott. Den schmeiße ich weg. So. Da mache ich nur 4. Weil ich habe noch 3 Hände. Chillen. Oh, wir de-leveln unser Flush. Oh, na gut, es hat gereicht, Freunde. Full House leveln? Nö, sellen, oder? Sellen. So, der erhöht seinen Multiplayer jede Runde, zerstört aber einen Random Joker. Katastrophe. Der ist auch scheiße. Den kaufen wir safe. Höhere Chance, dass tolle Tags an den Karten sind. Planet Card für Jupiter. Geht Flash wieder hoch auf 8. Tarotkarten. So, was haben wir hier? Diamond brauchen wir nicht. Lucky Card ist geil. Oder nochmal Jupiter. Nochmal Jupiter, Abfahrt. Oh, wir hätten Karten zerstören können. Scheiße, Mann. Kevin Hardcore, Freunde. So, Reroll. Jupiter, geil. Buy and Use. Oh, der ist auch gut. Der gibt Chips so viel, wie wir Dollar haben. Next round. Abfahrt. Goldkarte und... Aber wir löschen erstmal. Wir löschen. Und die machen wir zur Goldkarte. Passt das von der Lautstärke? Ja, sonst hättet ihr euch schon beschwert. Alles gut. Okay. Hauen wir die raus. Musik klein, bisschen laut. Ja, dann ist genau richtig. Digga, wir one-shotten hier die Blinds weg. Der ist ganz geil. Aber wir leveln weiter den lieber. So, jetzt hier. Multiplayer erhöhen. Endlich wieder Standard-Packs. Endlich. Ja, die. Weil ist eine Kreuzkarte quasi. Geil. 1,75. Das ist schon richtig big. Tarotkarten. Große Auswahl. Da geht einiges. Club. Da ist das Kreuz. Multiplier, ultra gut. Random Joker. Money verdoppeln, auch sehr gut. Ich würde aber sagen, wir machen Clubkarten. Ja. Dann ist jetzt wirklich alles Club. Ja, ich habe nur Schiss, dass er hier... Aber er wechselt ja eh jede... Ja, okay. Ein Multiplier ist auch echt gut. Aber ja, scheiß drauf. Let's go. Da geht auch nochmal Multiplier hoch. Schön. Einmal rerollen. 4 Dollar am Ende jeder Runde. So, Diamond Suit haben wir nicht mehr. Next Round. Mega Standard Pack. Können wir 2 Standardkarten auswählen. Das heißt, der hier geht um 0,5 hoch. Würde ich machen. Würde ich tatsächlich machen. Auf der Hand behalten. Planet Card. Queen, einfach weil Kreuz ist. So, jetzt sind wir bei mal 2. Der ist halt sick, Alter. Holy shit. Aber es ist Glascard. Ja, dann würde ich die nehmen. Let's go. Playing a flush sets money to 0. Digga, das kenne ich noch nicht mal. Das ist Focus Fire. Digga, ich werde hops genommen. Das ist unreal. Digga, das ist unreal. Discard. Glascard. Club. Okay, ich würde jetzt den nicht leveln. Einfach weil ich Respekt vor dem Boss Blind habe. Okay, ich discarde die. Fünf. Und raus damit. Okay, wir sind safe. Jetzt werfe ich ganz viel Clubkarten ab. Goldkarte noch. Geil.
Okay, und ausspielen. Let's go. Let's fucking go. Aber warte, die noch machen, die noch sellen, weil ich habe nur zwei Slots. Wir kriegen eine Planet Card. Ja, nee, passt. Die Hütte brennt, 86. Nice, straight flush leveln, würdig. Würdig, safe. Easy. Schweinegulag-Mucke, true. Ah, geil, ein Consumable-Slot mehr, das sind die hier oben. Das ist stark. Oh, nee, ich muss ja Geld sparen. Scheiße. Oh, der ist stark. Der ist richtig stark, aber... Vielleicht für den? Oder für... Ja. Nee, ist zu spät. Ich würde Geld sparen. Ehrlich. Let's go. Oh, der ist gut, den heben wir auf. Discard. Was sollen wir discarden? Club. Machen wir. Weg damit. Zwei random Tarot-Cards. Abfahrt. Könnte Foil, Holographic oder Polychrom auf einen random Joker machen. 1 zu 4 Chance. Hat gewirkt. Nochmal 10 Multiplier. Geil. Stark. Macht rechte zu linke Karte. Können wir uns noch aufheben? Wir haben noch genug Discard. Eins. Pass auf. Die, die krass sind, mache ich nach ganz links. Ich sollte one-shotten, glaube ich. Oh, ich wende nochmal an. Hat nicht gewirkt, schade. Ah ne, doch, jetzt. Abfahrt. Schade, nicht gewirkt. Also, einfach die letzte Tarotkarte nochmal kopiert. Left to right, machen wir hier. Ja, machen wir hier. Geil. Okay, das knallt. Das knallt richtig, Alter. I take it smart, Freunde. Ich take it in smart. Oh, bös. Bös, bös, bös. Okay. Abfahrt. Die sind peak. Es hat trotzdem gereicht. Ich habe gar nicht gesehen, dass die peak waren. Hä? Easy. Okay, nee. Nee. Playing cards. Ja, das muss ich nehmen. Aber ansonsten spare ich. Die ist krank. Die ist krank. Die hat einfach super viel. Also Steel und Holographic, einfach beides. Das ist nice. Und die kann ich ja noch umwandeln zu Kreuz vielleicht. Ich mach erstmal die. Und dann die, glaube ich. Alter, der ist fast bei mal 3. Geil. Und nochmal Standard-Pack. Muss ich nehmen. Muss ich nehmen. Einfach für den Multiplayer. Mal 3, Abfahrt. So. Nein. Wie bitte? Alles klar, Kilian. Ja, Kilian. Kilian geht schlafen, Leute. Oh, 7 in Chat. So, ich hab Peak. Nicht verwechseln. Das heißt... Ja, das heißt, wir knallen hier Peak einmal rein und hauen Kreuz runter, um den zu leveln. Geil. Dann würde ich sagen, geben wir einer Peak, der... Ja gut, die zerstört sich vielleicht, weil Glaskarte. 52, one-shot ich glaube ich nicht. Let's go. Wir finden es heraus. Oder? Finden wir es heraus? Ja komm, ich hau nochmal ein paar Kreuzkarten weg, um den zu leveln. Checkt ihr aber warum, ne? Gar nicht. Also schon, aber... Abfahrt.
Das ist ja atemberaubend. Wie kann man pennen gehen? Hier ist niemand. Also niemand stimmt nicht ganz, aber... So, ich glaube, ich würde Hardcore weiterspannen. Boah, das Pack. Jetzt kommen die ganzen Standard-Packs. Okay, den muss ich nehmen. Muss ich nehmen. Die hat ja alles. Die ist eine Wildcard. Das ist eine Wildcard. Das heißt, und die hat Polychrom. Ja, nehm ich tatsächlich das Ass. 3,5 Multiplayer. Holy shit. Next round. All face cards are drawn face down. Haha, ich hab keine. Mach mal High Contrast Cards in den Settings an. Das bringt's. Yannick? Ist dir sicher, ja? Oh, I check. Weil Kreuz und Pik gleich sind, ne? Boah, da muss ich mich aber... Oh, nee. Ja, ich check, aber... Das fuckt mich zu sehr ab. Das sind dann einfach Missplays von mir. Missplays. So, Spade abwerfen. Gilt als Spade. Alles Spade. Und weg. Joker könnte hier eine Special-Version bekommen. Abfahrt. Schade. Den behalte ich auf der Hand. Den spiele ich aus. Eine Spade muss ich abwerfen. Egal, ich habe genug Discards. Irgend Spade? Ja, hier ist noch Spade. Quasi. So. Wildcard. Geil. Nice. Abfahrt. Flush. One-shotted. Four of a kind. Selber. So, wir haben jetzt wieder ein bisschen Geld auf Tash. Ich werde aber nochmal eine Runde sparen. Standard-Pack. Und Voucher. Okay, der ist aber hier noch ein bisschen. Wir machen erstmal Standard-Pack. Discard, Tarot-Card. Nehmen wir. 3,75. Next round. Mega Standard. Macht den Multiplier hoch. Aber ich will leveln. Zwei Planet Cards. Neptune, Straight Flush, nice. Mercury bringt gar nichts, oder? War Pair. Na gut, nehmen wir mit. Was sollen wir abwerfen diese Runde? Club. Und weg damit. Das wär's halt schon. Oh, den muss ich dringend umwandeln, ne? Digga, der wird so gelevelt. Der Hund. Okay, nur noch ein Discard. Den muss ich safe spielen. Alter, was ist das für ein Song? Den habe ich noch nicht häufig gehört. PvP? Hä? Das ist Smart Shuffle. Der wird hinzugefügt. Okay, wir müssen mehr aufpassen. Wo ist Boris? Da. Hä? Nee, okay, ist trotzdem schon drin. PvP? Da, von Robert Natus, Alter. Der geht ja überhart. Digga, der hat 54.000 Aufrufe. Okay, muss er wissen. Das ist sowas von White Nessie, Alter. Okay, Abfahrt. One-Shot. Huhu! Kurz mal Tamino gute Nacht wünschen. Cash out. Und Pluto. Sell. Müll. Lucky Card, nehmen wir mit. So, wir sind jetzt langsam wieder auf Tash.
Round-Info, haben noch einen Blind, bis wir den kaufen müssen. Ja, dann hole ich mir erstmal die Kollegen. Weil ich will auf über 25 bleiben. Goldkarte, Bonuscards. Arsch, ja. Eine Bonuskarte oder Gold scheffeln. Da komme ich mal eine Bonuskarte. Ja. Ja. So, Celestial Pack, nochmal Flash. Oh, Alter, der scheppert. Ist das böse. So, und rein in den Holger, Digga. Lucky Card, Abfahrt. Was müssen wir abwerfen? Spade. 1, 2, 3. Spade? Okay. Jo, Abfahrt. Junge! Oh, Volljoker? Ja, der Scheiße. Also, ist okay, Straight Flush, das würde ich tatsächlich nehmen. Wer weiß, vielleicht kriegen wir mal einen Straight Flush, right? So, den Voucher nehmen wir jetzt mit. Haben jetzt wieder richtig Geld. 2 Planet Cards. Scheiß drauf, Hauptsache Jupiter, sag ich. Was noch? High Card, Straight Flush, Neptun. Noch eine Planet Card, Abfahrt. Die können wir sogar rerollen jetzt. Boah, Alter, scheppert der. Reroll. Nochmal Neptun. At the number of times Pokerhand has been played to Multiplayer. Wie oft haben wir Flash gespielt? 25 Mal. 25 Multiplayer. Ja, dann hau ich den jetzt weg. Ich brauch den nicht mehr. Digga, jetzt scheppert's. Jetzt kann ich für nichts garantieren. Ja, okay, komm, kaufen wir. Und rein. Leute, Finale. 8 von 8. One random Joker disabled every hand. 100.000. Wer wird disabled? Er hier, scheiße. Aber Multicards. Machen wir die zum Multicard? Nee. Wir machen die hohen zum Multicard. Ach, das ist ja scheiße hier. Machen wir so. One shot, let's go. Oder? Gefickt! GG in Chat. An der Stelle. An der Stelle GG, denke ich. Digga, meine Haare, ey. Digga, es ist so ein cursed Stream schon wieder. Digga, Benjilio, Digga. Danke für die 5 Gifted-Subs. So, wer hat jetzt hier abgecashed gerade? Wer hat dick abgecashed? Ich spiele übrigens weiter Endless Mode, Abfahrt. Bis wir sterben. All cards and packs in shops are 50% off. Das ist sick. Das ist sick. Ich hab immer an dich geglaubt. Okay, danke. Direkt ausgehen wieder. Ne, ich habe auf 75.000 erhöht. So, sorry, ich hab die ganze Zeit rein und raus. So, noch 2-mal Jupiter. Scaling. Wir gehen für Scaling. Und Neptun nochmal. Ja, da ist er. Ach so, schade. Okay, next round. It's a voucher to the next shop. Das ist stark. Machen wir. Next Base Edition Shop Joker becomes Polychrom. Boah, auch böse. Kann ich einen verkraften? Eigentlich nicht.
höchstens den. Nee, auch nicht. Wir machen weiter. Das ist schon ein ziemlich geiles Setup. Increase Rank. Ja, machen wir mal. So, was soll ich abwerfen? Club. Werfen wir weiter Club ab. Der kriegt Lucky. Ne, Multi. Minus 75k. Jo, warum ist die Font so fett? Okay, ich muss da nochmal reingucken. Okay, ich würde nochmal Kreuz abwerfen. Dann habe ich keinen Discard mehr, aber drauf geschissen. Abfahrt. Ich habe sehr viel Peak. Immer noch. Das muss eigentlich mal raus. Saturn, bringt nix. Höchstens im Experion. Ne? Ja, ist im Early Game geil, mittlerweile nicht mehr. Ein Kartenslot mehr im Shop ist insane. Dann kommt hier mal eine Karte mehr, das ist wirklich insane. Oh, mal 0,2 Multiplayer für jedes Mal, wenn eine Lucky Card triggert. Erfolgreich. Ja, ich habe nicht so viele leider. Oh, der kommt böse. Select. Mal 4 Multiplayer, Mashallah. Tarot Card. So, Multiplayer hau ich hier drauf. Auf die. Geil. Haben wir noch gar nicht, Junge. Machen plus 4 Multiplayer einfach. Rank Increase. Nee, lieber hier einen random Joker irgendwas hinzufügen. Hoffentlich. Schade. Aber der hier geht nochmal hoch. Plus 42 Multiplier. Okay, ich würde einmal... Nee, next round. Was kommt jetzt? All Face Cards are debuffed. Juckt. Zwei random Tarot Cards. Tarot Cards, ne? Diamond, Sell. Total Sell Value. Your Use. Gibt hier nochmal einen hoch. So. Discard gibt Tarot Karte. Und ich soll Spade discarden. Das ist ja Spade. Zwei Planet Cards. Jupiter, geil, ist Flush. Erde verkaufe ich. Den discarde ich, den discarde ich. Und den. Judgment, random Joker Karte. Nö. Den discarde ich. 1, 2, 3, 4. Den discarde ich. 1, 2, 3, 4, 5. Abfahrt. Ist kein One-Shot, glaube ich. Oder? Doch, easy. Holy shit. Ich muss mal Nessie Dance irgendwie. Den muss man mal lernen eigentlich. Gibt's irgendeinen Streamer, der den Nessie Dance kann? Versteht ihr, was ich meine? Leute, wir sind hier an was dran. Versteht ihr das? Planet Cast appear viermal häufiger im Shop. Will ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Weil es... Jedes Celestial Pack gibt ja Jupiter. Mehr brauche ich gar nicht. Ich brauche da keine random Earth-Karten oder so. Checkt ihr, was ich meine? So, Standard-Pack. Ja, noch ein Kreuz. Oder? Ja. Kreuz. Select. Oder? Nee. Doch. Four of a kind. Nein, nein, nein. Alles Müll. Nein. Pair, Four of a Kind, nein. Siehst du sowas, das geil. Erde verkaufen war. Random Joker-Karte verkaufen war. Ich habe keinen Platz. Buy and Use. Multicards. Sell Value, Use. Von den Joker-Karten, boom. First Discard of Round has only one card, destroyed and earn three. Oh, dann kann ich mein Deck nochmal mehr ausmisten. Was gäbe es denn? Ja, die ganzen Spades halt, ne? Aber welchen Joker will ich dafür? Also, nee. Every play card counts in scoring. Mercury. Ja, komm, wir gehen rein. Das bringt alles nichts. Upgrade 3 of a kind by 3 levels. Nee, wir gehen rein. 560. Club card discard. Okay. Machen wir.
Stone brauchen wir nicht. Multi, eins. Ich glaube, Multi ist stark. Warte mal, der ist ja Foil, aber eine normale Karte, dem gebe ich jetzt noch Multi. Klar. Crazy! Okay. Den, 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 den halt auch. Warte mal, wer dafür weg? Der hier, oder? Die drei weg. Aber das wird kein One-Shot. Ich muss erstmal knallen. Mal gucken, ob ich überhaupt durchkomme. Flash mit 5. Abfahrt. Hast du mal einen Run gewonnen, ohne Flash zu verwenden? Na klar. Okay, so, jetzt können wir noch ein bisschen leveln. Den. Weg. Ah, warte mal. Ah, habe ich Mist gebaut. Egal. Und den nochmal discarden. Nice. Und den. Und den. Noch eine Tarot-Card. Sell. Ich dachte wieder, das wäre Kreuz. Oh mein Gott. Und ich habe die Karte nicht mehr, dass ich mit 4 Flash mache. Ich muss den nehmen. Oh mein Gott, ich habe richtig reingeschüttet. Na, warte mal. Ich könnte actually die einfach playen. Scheiß drauf. Und es reicht wahrscheinlich sogar. Nee, okay. So. Let's go. Ja, let's go. Was passiert? Er wird gewonnen. Es wird hart rasiert. Wir sind im Endlos-Mode. Okay. Jetzt brauchen wir krasse Packs. Oder so Joker, die... Oh, nee, Mann. Ante 11, Digga, bald. Also, Standard-Pack ist ultra gut für uns. Ja. Oder, ja. Oder Discard für Tarot-Card. Auch lit. Aber ich glaube, König Kreuz mit 3 Gold, wenn man sie ausspielt. Safe. So, nochmal Jupiter reinknallen. So, hier rerollen wir. Oh, der frisst Joker auf und kriegt für Sell Value Multiplier. Dem von Anfang an ist, glaube ich, richtig böse. Hatte ich aber noch nie. Three of a kind? Nee. Müll. 13 Multiplier for each Queen held in hand. Junge, das kann so knallen, ne? Das ist jetzt aber so für so spezifische Builds. Retrigger first played card used in scoring. Destroy up to 2 selected cards. Die nehmen wir mit. Abfahrt. Die zerstören wir. Und wir sollen Spade abwerfen. 1, 2. Money doublen. Warte. Ja, oder Lucky Card. Aber Lucky Card ist halt immer so tricky, ne? Ich glaube lieber, dass das eine kranke Karte. Kann man immer benutzen, wenn wir Flash spielen wollen. Kann man halten, wenn man Gold braucht. Kann man abwerfen, wenn man Tarot-Karte will. Also Abfahrt. Und eine Peak-Karte weniger. Okay. Abwerfen. Abwerfen. Klapp brauchen wir nicht. 2 random Tarot-Cards. Zerstören. Lucky Card. Lucky Card machen wir. Boah, hier scheppert's, Freunde. Nochmal Lucky Card, Abfahrt. Und der Multiplier geht so hoch, 55. So, jetzt knallt's. Ein Discard hätten wir noch. Aber wir haben keinen Spade mehr, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Wollen wir nur Lucky Cards? Junge, jetzt scheppert's. Aber den will ich eigentlich auch einsetzen für Gold. Aber Gold brauchen wir nicht. Abfahrt. Boah, keine Lucky Card hat geknallt.
Unlucky. Nice. Nice. Bisschen Spade noch abwerfen. Warte mal, aber die will ich eigentlich zerstören, um ehrlich zu sein. Ist besser. Ist besser. Klappes Kreuz, richtig. So, noch eine Lucky Card, Abfahrt. Oh, machen wir aber auf König, dann ist der mehr useful. Geil. Abfahrt. Oh, Retrigger. Weil es eine Face-Card ist. Die muss ich copy-pasten. Steel-Card. Sehr gut inzwischen. Oh, Standard-Packs. Das ist so gut für uns. Digga, die hat ja alles. Aber die muss halt Kreuz werden. Aber das kriegen wir hin. Boah, 10 Multiplayer auch hart. Und die wird ja re-triggert. Wir müssen den König trotzdem nehmen. Nur so kranke Karten hier, ey. Ja. Mal 5. Mal 5! $77. Zwei Tarotkarten, usen. Joker kann Special-Version bekommen. Schade. Diamond-Karten zerstören. Glas-Card. Vielleicht einfach nur nutzen, dass wir eine Tarot-Karte nutzen. Boah, der Drop ist so böse. Checkt ihr? Alle Face-Karten werden retriggert. Alle Karten gelten als Face-Karten. Digga, ich habe nur Special-Karten. Die haben Multiplier, die haben Extra-Chips, das sind Lucky-Cards. Mein Deck ist so getweakt. Das ist so ein krasser Run. Okay, welcher kommt weg? Er hier wahrscheinlich, oder? Oh, nee, ich weiß nicht. 32. Er... Weil wir einfach rerollen und darüber Tarotkarten bekommen und Karten abwerfen? Ja. Der, also letztendlich, ja, ich glaube, der bringt uns viel zu viel Multiplayer. Der eigentlich auch, 35. Der bringt uns hyper viel Chips und skaliert immer weiter. Und der ist eine ultra kranke Kombo mit ihm hier. Paraidolia mit Sock and Basket. Ja, ciao, du Loser. Umge. Onk, ne? ONG. Oh. Reroll. Multicards. Next round. Digga, jetzt bin ich gespannt, was passiert. No repeat hand types this round. Das ist Onk, oder? Shit! Okay, we try. Okay, wir brauchen ein... Wir brauchen ein Flash, was richtig knallt. Was richtig knallt. Also Multiplayer ist gut. Steel Card in der Handbite. Wir müssen Steel Cards stacken. Und der ist insane.
Drei Steelkarten. Jetzt Shepard's. Betet, betet, Freunde. Wir werfen jetzt diese Karte ab. Was soll ich das machen? Ja, komm, das lohnt, oder? Was kann ich ziehen? Oh, allein so eine Multiplayer-Karte oder so. Betet. Oder eine Lucky-Karte. Discard. Betet! Hallo! Aber eigentlich lohnt's nicht. Weil danach kann ich immer noch Karten spielen und discarden und fitten. Ach komm, ich knall raus. Okay, das knallt jetzt heftig. 1,5 Multiplayer mal 3. Nochmal einer hier bei Polychrom. 10er Multiplayer hier, 4 Multiplayer da. Extra Chips. Abfahrt. Komm, den jag ich drauf. Let's go. Abfahrt. Flash Stufe 18. Wie viele Punkte bringt's? Die werden alle geretriggert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Ich bin unaufhaltsam. Was? Hitler? Nee, Hiker. Okay. Der ist ja auch krank. 0,1 Multiplayer pro Planet Card, die wir spielen. Ja, den kenne ich. Der ist insane im Early Game. Planet Cards in your consumable area given mal 1,5 Multiplier for the specified Poker Hand. Redeem. Ja, der lohnt nicht mehr, aber der ist geil. Den hatten wir vorhin. Standard Pack. Zwei Standard Packs. Abwerfen. Ja, zum Abwerfen. Oder? Oh, Red Seal, Lucky Card. Oh Gott, die wird viermal getriggert. Die wird viermal getriggert, weil die hat ein Red Seal, das bedeutet, sie wird nochmal getriggert. Aber sie ist ja Face Card und wird dadurch geretriggert. Das heißt, sie triggert. Durch Red Seal triggert sie nochmal. Dann triggert sie nochmal, weil sie eine Face Card ist. Und dann triggert sie nochmal, weil sie nochmal ein Red Seal hat. Okay, die müssen wir Kreuz kriegen. Holy shit. Oh, ho, ho, ho. Polychrom. Ich kann zwei wählen. Ja, dann noch Foil, Digga. Die kann ich ja alle noch... Oh, das ist so sick. Nee. Nee. Wie viele Sechsen habe ich? Zwei, lohnt nicht. Der Joker ist sick, aber lohnt nicht. Next round. 7 Millionen! Digga! Ante 11! Ante 11! Ante 11! Ich habe irgendeinen Joker, einen neuen Joker unlocked. Okay, wir müssen jetzt wieder richtig heftig. Klappkart, sehr gut. Okay, der ist sick. Den kann ich actually... Oh ne, dann zerstört er sich. Lucky. Multiplayer retriggered. So. Die kommen alle weg. Oh, der Drop ist auch so böse. Ich will nicht Spades, Mann. Ich will Club, bitte. Oder Wildcard, meinetwegen. Die hier muss ich jetzt mal endlich umwandeln. I mean, immerhin Steel. Immerhin Steel.
Okay, ich muss einen Discard aufheben. Ich habe halt leider nur eine Steelkarte in der Hand. Let's go. Boah, scheiße. Drei Steelkarten. Ich habe noch drei Hände. Hä? Ah ne, ich habe nur zwei Steel. Let's go. Digga, ich werd so gefickt jetzt. Oh Gott, Alter. Boah, ne. Holy shit, Alter. Oh, vier. Ne, drei Steelkarten. Das kann was. Drei Steelkarten. Letzte Hand. Können wir Multiplayer machen? Mache ich. Hier. Und hier. Nee, den beiden gebe ich Multiplayer. Beten, Leute. Beten. Beten. Let's fucking go. Ich hab keinen Plan, ob das reicht. Könnte. Aber ich glaube nicht. Alter, Sun, danke für den Raid. Ich hab grad verloren. So, YouTube. Das war eine weite Runde bei Latro. Und das hier ist Sun. Schaut mal bei ihm auf Twitch vorbei.